Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Kuni. Und willkommen zurück zu Mario Party 4. Heute beim dritten Brett sind wir jetzt schon angelangt zu Goombas Glitterwelt. Heute gilt es natürlich, Lauri so ein bisschen von seinem Thron zu stoßen. Denn diesmal gelten die Lecks für alle, denn habe ich mir diesmal keine Lecks als Ausreden nehmen, denn es leiden alle darunter diesmal. Also wer am besten mit Lecks umgehen kann, wird hier gewinnen. Aber ich begrüße natürlich erstmal den Champion bisher, Lauri. Hallo. Und die Susi. Nein. Aber ist ja ein bisschen unfair. Ihr hattet jetzt die letzten zwei Bretter schon so Erfahrung sammeln können mit den Lecks. Jetzt wissen wir, wie wir damit umgehen müssen, wa? Ja, ja, genau. Ja. So, jetzt einfach mal schlafen. Okay, ich bin Waluigi. Ja, Lauri ist Yoshi, Wilma, Susi ist Luigi. Und da kommt es, die DK. Ah, so, der Glamour beginnt. Ja, so, Schatz, möchtest du heute mal reden, Goomba? Nee. Ich glaube, okay, wenn ich dann irgendwo wieder so einen Punkt habe, wo ich merke, dass ich nicht mehr gewinnen kann, dann tue ich alles dafür, dass Susi gewinnt. Ja, plus deine Rivale gewinnt nicht, oder? Dass das vielleicht wieder so ein Debakel wird wie in Mario Party 1 für dich. Ja, ja. So, dann. Nein, nicht drücken! Diesmal war ich's nicht. Na, Lauris. Retro war das. Ja, ich hatte ein wenig Platz, daher habe ich dieses Casino eröffnet. Sehr stilvoll, nicht? Fühlt eure Herzen schlagen und eure Nerven zittern, wenn ihr alles aufs Spiel setzt. Wer von euch wird den Reigen eröffnen? Ich kann mal nicht. Perfekt. Ja. Natürlich. Ich bin doch 6 als letzter. Ach, das ist doch wieder scheiße. Da muss ich wieder irgendwo oben in der Mitte platzieren, dann auf dem Video. Das ist doch Quatsch. Kümmer dich mal, dass du nur als Dritter oder Vierter dran bist. Ja. Lass einfach nochmal die Aufnahme stehen. Ja, ja. So, ach, du kannst da oben. Gleich mal. Eine ganze Runde. Oha. Naja. Dann wenn nur noch auf Blau. Weiter lag, dann spielen wir 3 Stunden noch. So. Luigi. Ja, hier brauchen wir natürlich auch viele Münzen hier. Du brauchst ja auch nicht. Hm, doch. Jetzt geht das so los. Wieder triggern ja. Jetzt würde ich ja aufmachen. Na. So, alle hier so, ich werde ab jetzt wieder richtig klein würfeln für die restliche Party. Hm? Aber da. Ja, genau. Mit alle in DK wohin. Ah, Geld am laufenden Band, oder? Ja. Na toll. Ja. Toll. Toll. Gegen DK. Sag ich mal Cash. Auf Experte. Der lässt eh nichts runterfallen. Ah. Ist ja wieder toll gemacht. So, schön. Petro ist schuld. Ja. Ja, ja, ja. Die Kerl ist schuld, der hat doch rot gekommen. Nee. So, bitte nicht lenken. So, ich mit meinen langen Beinen hier, ich muss mich hier. Weißt du, du hast auch immer irgendwelche Ausreden, warum du nicht geeignet bist für das Minispiel oder naja, warum du gerade schlecht gespielt hast. Hab ich gehört. Ich bin auf der rechten Seite. Der macht den ganzen anderen Scheiß. Achso. Den Münzwerk. Gut. Hab ich. Oh! Hab ich fast verpasst. Oh, 24. Naja, Computer auf Experte. Deswegen hat er ganze 11 Münzen eingesammelt. Ja, ja. Naja, vielleicht kann ich mir direkt eine Zauberlampe kaufen. Echt? Doch. Ja, aber wahrscheinlich kann ich es halt auch erst in 3 Runden kaufen, weil ich ähnlich hoch würfeln werde wie Susi.
Na, willst du bezahlen? 20 Münzen? Warte mal, was soll ich denn? Mann, wenn du Geld ausgibst, kommst du bei, wo das Stern ist. Bist du so? Ja, nee, muss nicht sein. Muss nicht unbedingt sein. Ja, komm, wenn man Glück hat. Komm, schön, 20 Münzen. Ist doch dumm. Hoffentlich geht's. Denn ist falsch, oder? Ey, blöd. Ja, natürlich. Ich will er. Ja, lecker. Da ist er wohl. Da ist er wohl. Das ist ein scheiß Glück wieder. Ola, er kommt mit Fahrzeugen. Na, komm hier, Fahrzeugen. Ja. Ist nicht so unwahrscheinlich, also. Okay, kommt auch DK kommt auch gut voran. Crazy. Das ist schon besser. Bei mir ist es 4. Naja. Na, oder eine Itemtasche. Also 30 Münzen? Ja, scheiß drauf. Kann ja auch nur scheiß drin sein. Was soll der Geiz? Ich hab auch gerade kein Item. Okay. Oh, Mikropilze. Okay, noch Pilze. Ja, okay, aber es ist trotzdem bloß 25 Münzen wert, der Scheiß. So. Nicht langsam. Arm des Gesetzes, ey. Das hast du bisher aber nur du gewonnen. Gut, letztens hatte ich ein bisschen Pech, weil ich nach links gegangen war. Ja, du hast halt immer Pech und wir. Bei uns ist dann fehlender Skill, wenn wir verlieren, aber bei dir ist immer Pech. Ja, und alles Glück. Ja, genau, ist klar. Easy win. Ihr seid halt schlecht. Kaffee! Ich hab zwei. Ich bin wohl auf zweite Seite. Ich hab zwei Bocken. Ja. Nächstes Mal ich gleich rechts. Jetzt bin ich wohl an der Links zuerst hier. Ich bin erst rechts gegangen, aber. Ja, der durch die Richtung zuerst hier. Ja, es war halt wieder nur Glück. Als Wip. Ja, dass ich links und da keine Ahnung. Das Mario Port ist hier nicht. Auch zwei Bob-Bombs wollen ja übereinander, ey. Ja, so. Oh, das ist gut. Ja, freu dich. Ja. Und tschüss. Ernst, ja. Nein, freut er sich drüber. Ja, ey. Guck mal, wie er atmet. Das ist richtig gespielt. Leckig. Er freut sich. Ich hab jetzt ein Fragezeichen. Punkt. Kann ich auch nicht. Und mach jetzt nochmal richtig viele Münzen. Ja, das kann er nicht. Siehst du, wie schlecht er das kann? Ich kann eigentlich kann ich das nicht. kann er das von mir nicht. Kann er überhaupt nicht. Ich hab das noch nie. Er ist richtig schlecht darin. Wenn ich das nochmal zusehen, George Peter, dann hab ich das nie hingekriegt. Bin doch schon am Ende. Mann. So, DK, machst du. Oh, schwer. Nur mit dir, oder? Nee. Die ist gar nicht so schlecht hier auf der Map. Ja, mal schneller drücken. Scheiß Affe. Fünfer. Wir haben auch nichts bezahlen, du was denn? Dann ist komplett random. Ja. Da hat's ja gelohnt. Hm.
klar. Ich muss ja die Items loswerden, damit ich wieder neue kaufen kann. Na. Nur deswegen mache ich das. Und um irgendwann mal vorwärts zu kommen. Was für 20? Was ist jetzt ein 20? Ja, vielleicht verdrücke ich mich auch. Weil es jetzt lag. Nehmen die 10 mit. 50-50? Mhm. Muss er auch auf Fragezeichen kommen. Wäre mir egal. Oh je. Tor. Alle gegen Retro. Gut, ich bin zwar jetzt so lang so ein langer Ludac hier. Da kann ich mal. Ja, gegen Wario ist das Spiel übelst unfair. Ja. Er deckt das ganze scheiß Tor ab. Hallo, ich könnte da leicht tunneln hier mit seiner riesen Bane hier. Du weißt, dass du die Bälle halten musst, oder? Stark. Oh, ich hab noch die Latte getroffen. Oh, ich treff grad nur Aluminium. Hey. Hallo? Okay. Ah, so. Da wechseln wir nicht immer. Das war eine schwache Torwartleistung. Ich meine, ich will nicht alleine gewinnen kann. Was gibt's denn da zu lachen? Guck mal, was du machst. Ich bin Zionist. Arsch. Nee. Herr, aber wo hast du das gelesen mit den Wahrscheinlichkeiten? Was? Nee, Retro, wo du das was? Gelesen hast mit den Wahrscheinlichkeiten. Mann, Retro! Erzähl Münzen, sagt er. 50-50. Erzähl Münzen sind 50-50, jetzt sagt er. Und 5 Münzen? Ach, er sagt das, der Bumba. Ja. Okay. Außer bei halt bei 20 da. Da weiß ich ja nicht, aber da wird 90 vielleicht genau. Da gibt es auch noch Mini, ne? Ja, ja. Okay. Ey, die Kiki hat auch kein Glück mit den Würfeln, genauso wie ich. Fragezeichen. Ja, so wie ich würfe, könnte ich den Maxi-Pilz nehmen, problemlos, ja. Ja, was kommt denn hier alles noch? Ich glaube, ich lande genau eins davor. Okay, Fahrzeug. Ja. Oh, aber Donnie hat noch eine Tauschröhre. Oh, stimmt. Ja, ja. Ob er so schlau ist. Oh, Lucky Minigame. Okay. Kann ruhig Taucherlunge oder sowas kommen. Nein. Oh, das wow, Lucky Minigame. Das lohnt sich ja. Ja. Nee. Naja, kann Retro auch mal ein Minispiel gewinnen heute. So, jetzt ist ja die Tastenbelegung richtig, Gott sei Dank. Abwechseln. Na, na, na. L1 und R1, so. Ja, ja, ja. Wir haben es ja umgestellt. Wo bin ich denn? Na, du bist Waluigi. Ah, komm. Ah, easy. Das hat doch die Jonas gemacht.
Kann er nicht wieder ausgetippt sein? Da hätte ich! Das war nicht mehr. Ja, nur einen falschen Knopf benutzt. Ja, ja. Oh, die Hundepfeife, kannst du einen Stern versetzen, wenn Retro davor steht. Gibst du da zu lachen? Susi tut immer sparen. Sind die in ihr Team. Ja. Wenn nichts Gescheites gibt. Na, aber ja, gar nicht. Das doch so. Ey. Na. Da hat doch nicht genug Geld, oder? Doch. Achso, oder? Doch, der hat glaube ich über 20. 22 hat der glaube ich. Ja, sehen wir jetzt. Ja, boah, ja, hätte ich. Ja, dann ist halt einfach der Junge. Computerexperte halt. Ja, der holt dafür jetzt die goldene Kugel hier raus, pass auf. Ja, schade. Kannst du doch jetzt hier, dass der Experte sehen? Nee. Vielleicht hätte man doch Anfänger nehmen sollen. Verdammt. Da kommt ja irgendwas, wo ich meinen Mikropilz brauche. Nee. So, ich muss noch einen Goomba würfeln. Stimmt ja. Pass auf, der kommt jetzt links hoch zur Retro. Nee, scheint eher links unten hinzukommen. Na. Nee, unten bei Dicke. Ah ja? Ja. Ich auch. Man hat so einen. Man muss einen neuen Goomba gewinnen. Und pass auf, so, jetzt nachher tut er halt die Röhre nehmen. Ja. Denn? Erste Würfelduell hier? Ja, so wie ich heute würfle, wird es nix. Pass auf, ich würfle auch nein. Das geht ja auch nicht, glaube ich, oder? Da war jetzt nicht. Der war jetzt. Guck mal, so niedrig war. Ja, ja. So, aber wo will ich lang gehen? Na, beim Du, oder? Also, das ist ja gar keine Frage, wo ich lang gehen will. Na. Bullermünzen. Was? Mann! Lässt sich ja dauernd treffen, Alter! Finish! Oh. Ah. Achso, ich dachte, ich bin weg. Ja, aber du kriegst ja trotzdem mehr Geld. Auch wenn du übelst schlecht gespielt hast. Ah, hab ich sowieso. Ich mag das Spiel nicht, ey.